Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt extreme Neigungen. Und ich möchte mit euch sprechen, die ihr extreme Neigungen habt. Sexmäßig, freizeitmäßig, sportmäßig, wie auch immer. Telefonnummer 0800 5678 111. Oder ihr könnt mir faxen unter 0800 5678 110. Ein Fax habe ich schon erhalten zum Thema. Und zwar von Nils, der schreibt: Hallo Domian, ich, Nils, 28 Jahre alt, aus Berlin, habe die extreme Neigung, einmal in meinem Leben von 4 Frauen, die zwischen 250 und 300 Kilo zusammen auf die Waage bringen, auf mir sitzend, stehend oder liegend gedrückt zu werden. Geht das überhaupt? Hält ein 28-jähriger Nils sowas überhaupt aus? Wie auch immer, auf jeden Fall hat er den Traum, diesen extremen Traum. Ich bin verbunden mit Joachim und Joachim ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Joachim. Ja, ich bin gespannt auf deine extreme Neigung. Leg los. Ja, wo fange ich da am besten an? Also ich muss vorweg sagen, es hat eine Vorgeschichte und ich hatte da eigentlich schon sehr lange mit mir, ob ich mal anrufen soll oder nicht halt. Mhm. Und es geht halt um eine sexuelle Neigung, die mich eigentlich, sage ich, quasi mein ganzes Leben begleitet. Mhm. Und es geht eigentlich darum, dass ich meine Sexualität jetzt mehr oder weniger menschenunabhängig auslebe. Menschenunabhängig auslebst? Was heißt das im Klartext? Ja, das heißt also, ich habe mich eigentlich von Kindheit an, ich hatte eigentlich schon immer sehr viel Fantasie und Vorstellungskraft, mhm, war eigentlich auch immer sehr viel alleine mir selbst überlassen. Mhm. Und da war das halt so, dass ich halt besondere Gegenstände, die ich besonders gerne gehabt habe, die habe ich halt immer irgendwie personifiziert, den Namen gegeben, die eigene Identität gegeben. Mhm. Zum Beispiel ein Löffel. Zum Beispiel Musikinstrument. Musikinstrument. Ja. Und das war dann halt so, dass es für mich dann auch zur Sexualpartnerin geworden ist später. Zur Sexualpartnerin. Nein, ich lache dich nicht aus. Das klingt erstmal ein bisschen kurios, ja, deswegen gestatte, wenn ich da so ein bisschen schmunzel. Mhm. Sagt das Musikinstrument, eine Gitarre? Nee, es war eine Orgel. Eine Orgel? Ja. Und die Orgel wurde dann deine Sexualpartnerin? Ja, richtig, Partnerin. Partnerin. Wie kann die Orgel Sexualpartnerin werden? Ja, also, wie gesagt, ich hatte vorher auch schon andere Gegenstände, aber wie gesagt, mit der Orgel, das war das eigentlich das Prägendste für mich, weil mit 12 Jahren, ich muss dazu auch sagen, ich habe auch eine transsexuelle Vorgeschichte. Ich bin also Frau zu Mann transsexuell. Mhm. Und ich sag mal, die Orgel, das war für mich halt auch eine Möglichkeit, auch meine Sexualität zum ersten Mal auch als Mann zu erleben. Das war für mich halt meine Freundin, die ich dann auch körperlich wirklich... Von was für einer Orgel reden wir eigentlich? Von einer Orgel, die du zu Hause hast, so eine kleine Heimorgel? Richtig, genau. So eine. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Begriff ist, so eine Hammond, so eine elektromagnetische Hammond-Orgel. Na, aber natürlich. Nein, klar. Ja? Ja, jetzt erklär mir, aber wie diese Orgel, hat die auch einen Namen übrigens? Ja, richtig. Die hat einen Namen? Ja. Ja, also auch einen wirklichen weiblichen Namen. Auch. Ja, wie heißt die Orgel? Also ich hatte eine, die hieß Rosalinda, und dann hatte ich später auch eine, ich hatte erst eine, die hieß Susi, dann hatte ich eine, die hieß Rosalinda. Ja. Und dann hatte ich auch nochmal eine Mary Rose. ich kann mir auch. Nein, mal, jetzt musst du mir erklären, bleiben wir mal bei Rosi, ne? Ja. Rosi die Orgel. Ja, Rosalinda. Oder Rosalinda, genau. Rosalinda die Orgel. Wie kann man Rosalinda die Orgel lieben? Mhm. Also sexuell jetzt, meine ich. Also ich sag mal, das war für mich einfach nicht nur ein Gegenstand, den man irgendwie benutzt, sondern die war für mich halt auch vom Optischen her, von der Ästhetik her, sehr anziehend, sehr ansprechend von der ganzen Form halt, von der Ästhetik. Und immer wenn ich Gegenstände auch personifiziert habe und letztendlich auch die Orgel, war das für mich so, die hat für mich ein Gesicht. Mhm. Das sind die Tasten, das sind für mich, also die Zähne hat und auch die, wenn ich das Holz sehe, das ist für mich genau wie auch, wenn man die Maserung, als wenn man Haare sieht, wenn das jetzt rötlich ist, das Holz, war das für mich, als hätte sie lange rote Haare. Was hat dich denn an der, wir müssen jetzt auch Klartext reden, wenn es um Sexualität geht, was hat dich denn an Rosalinda, der Orgel, sexuell angemacht? Mhm. Welche Taste oder welche Farbe oder was? Ja, ich sag mal, ich erwähnte das jetzt mit der Transsexualität. Da war es für mich, wenn ich das mal kurz ein bisschen weiter ausholen darf,
war das für mich halt so, dass für mich eigentlich auch immer Gegenstände wichtig waren, die ein eigenes Innenleben hatten. Mhm. Die halt auch irgendwie was hatten, was innerlich wie ein Organismus funktioniert, sei es jetzt, wie sie Töne erzeugt oder halt es ist irgendein Mechanismus und das, was halt auch irgendwie in ein bestimmtes Aussehen halt auch verpackt ist, ein Körper halt, ein Rumpf halt, wo da halt Ja, ich mach trotzdem einen anderen Vorschlag, sonst wird es zu theoretisch. Sag mir doch ganz konkret, was macht dich geil an der Orgel? Ja, das Aussehen und halt wie die auch, ich sag mal, das ist zweigleisig eigentlich. Im Grunde ist es halt erstmal die Musik, die sie mir gegeben hat, die hat mir unheimlich über meine ganzen Krisen hinweg geholfen. Das ist jetzt alles klar. Ja, ich rede jetzt von der Sexualität. Mhm. Was macht dich geil an der Orgel? Ja, das Aussehen auch. Wie die das aussieht. Aussehen. Das heißt, wenn eine Orgel in einer bestimmten Form aussieht, hat das eine direkte sexuelle Erregung bei dir zur Folge. Ja, genau. Das Aussehen halt, das ist für mich wie ein schöner Körper halt. Ne? So, jetzt bist du sexuell erregt von der Orgel namens Rosalinda. Was passiert dann? Du stehst sexuell erregt vor der Orgel. Was passiert? Ja, ist dann halt schon, dass ich die dann auch küsse, dann auch mit Streicheln und wirklich auch im Arm nehme. Ich habe dann wirklich was ich in den Arm nehmen kann. Das ist einfach ein schön, wunderschöner Körper. Gibt es einen sexuellen Akt mit der Orgel? Ja, doch. Ja. Ich muss schon mich ein bisschen beherrschen, dass ich nicht lache, aber es ist dir ja ernst, deswegen will ich dir auch gerecht werden. Wie sieht der sexuelle Akt mit der Orgel aus? Ich sag mal, ich habe dann auch erstmal viel rumexperimentiert. Es war auch so, wie die Orgel, wie ich die jetzt neu hatte, so. Da musste ich natürlich für mich auch erstmal so rausfinden, wie funktioniert das am besten. Gut, es ist ein bisschen schwierig, die mit ins Bett zu nehmen, aber ich sag mal, mit rumexperimentieren und Fantasie ist irgendwo alles möglich, dass ich mich da aufs Bett gesetzt habe und die dann so auf mit ihrem Gewicht auf mich draufgelegt habe, auf ihrer Rückseite. Du hast also dann an der Orgel auch deinen Orgasmus. Ja, genau, das ist dann ein richtiger Geschlechtsakt auch. Jetzt muss ich doch nochmal kurz nachhaken mit der Transsexualität. Ja. Wann bist du umgewandelt worden? In welchem Alter? Also ich lebe jetzt ungefähr seit 10 Jahren als Mann jetzt. Du hast aber vorher schon diese Ambition gehabt, dass du Gegenstände... Das hat sich also gar nicht geändert jetzt durch die Geschlechtsumwandlung. Nein, ich lebe das nach wie vor erfüllt aus halt. Ja. Und jetzt hast du dir ein Beispiel gebracht mit der Orgel. Das ist ja schon sehr bizarr. Ja. Sag doch noch ein paar andere Gegenstände, die dir so etwas vermitteln wie ein Mensch und mit dem du Sexualität leben kannst. Also früher war es, wie gesagt, irgendwie, also vieles, was irgendwie halt ein technisches Innenleben hat. Jetzt meinetwegen so Modellauto oder Modelleisenbahn, halt alles, was irgendwo auch, irgendwo, wo man sagen kann, es kann eine eigene Identität haben mit seiner Funktion. Die ein Fernseher auch zum Beispiel? Ein Fernseher nicht. Also ich muss dazu auch sagen, das sind auch Gegenstände, die auch irgendwie, ich habe irgendwo auch so mit nostalgischen Gegenständen, also ich kann wenig anfangen jetzt mit Gegenständen, die irgendwie elektronisch sind. Da ist für mich keine Körperlichkeit da. Wer ist denn im Moment deine aktuelle Geliebte? Ja, es ist schon was aus dem Mund. Ja, es ist eigentlich mehr so ein was aus dem Bereich von Modelleisenbahn. Also, aus dem Bereich Modelleisenbahn? Ja. Was denn genau? Eine Modelleisenbahn? Ja, so eine schöne alte Lokomotive halt. Eine alte Lokomotive. Ja. Die ist, wie groß sind die so, ne? 20 Zentimeter vielleicht? Ja, das ist nicht selbst, die habe ich selber gebaut. Also kleiner ist die? Nee, größer. Größer. Also ein Meter ungefähr. Ach, ein Meter, so ein Riesending. Ja. Was passiert, was machst du jetzt mit dieser 1 Meter großen Modelleisenbahn? Hat die auch einen Namen? Richtigen Namen, suche ich irgendwie noch einen Namen. Ich sage einfach mal eine Schnuffeloma dazu. Deine Schnuffelnummer? Ja. Schnuffeloma. Schnuffeloma. Ja. Ja. Aber es sind immer weibliche. Ja, sind weibliche. Also ich bin da schon heterosexuell orientiert. Ja, also Schnuffeloma, das ist jetzt die Eisenbahn. Was machst du jetzt mit dieser Modelleisenbahn? Ja, die finde ich wunderschön, wenn ich die ansehe. Da habe ich unheimlich viele Fantasie mit. Da kann ich mich mit verbinden. Mhm. Die kann ich streicheln, die kann ich küssen, die kann ich in den Arm nehmen. Die kann ich sogar mit ins Bett nehmen. Und da kann ich halt auch schon mit verschiedenen Techniken halt... Genau, wenn ich jetzt eine menschliche Partnerin habe, die einfach zärtlich lieben und dadurch halt auch zu meiner sexuellen Erfüllung kommen. Jetzt muss ich doch mal so indiskret fragen, weil mir das dann vielleicht noch klarer wird. Wenn du mit dieser großen Modelleisenbahn ins Bett gehst, hast du einen Orgasmus mit dieser Modelleisenbahn? Ja, genau, mit dieser körperlichen Berührung auch. Weil die hat hast du auf dieser Bahn dann auch auf dieser Modelleisenbahn auch einen Samenerguss? Nee, ich sag mal, als jetzt ja gut durch die Operation kann, habe ich jetzt keinen Samenerguss. Ach, ja, stimmt, ich empfinde halt als Mann und empfinde da halt auch meinen Orgasmus halt und das ist dann schon so, wie es halt. So, das ist mit das Schrägste und Verrückteste, was ich in meinem Leben gehört habe. Also ich muss dazu auch sagen, ich habe mich sehr lange und sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Ja. So, dass ich auch schon sehr, sehr lange Kontakte suche. Jetzt Leute, die auch Ähnliches leben, aber
Lass mich weiter noch fragen, Joachim. Das ist, wie ich gerade sagte, das Verrückteste, was ich bisher gehört habe im Bereich Sexualität. Ist es wirklich so, wie du es anfänglich, glaube ich, gesagt hast, dass du noch nie mit einem Menschen eine sexuelle Erfahrung hattest? Sondern ist es immer auf Gegenstände bezogen? Es war eigentlich so, wie ich so 12, 13 war, da habe ich mir schon eine Freundin gewünscht. Da war das eigentlich so, sage ich mal, so zweigleisig. Es war auf der einen Seite halt diese Sache mit den Gegenständen. Mhm. Und auf der anderen Seite war es halt, dass ich mir auch eine menschliche Partnerin gewünscht habe. Aber das ist nie passiert bis heute? Also es war eigentlich nur so annäherungsweise, aber es war irgendwie nie wirklich so... Du hast im Klartext noch nie mit einer Frau geschlafen und nie mit einem Menschen erotischen Kontakt gehabt? Mhm. Aber mittlerweile habe ich da auch kein Bedürfnis nach, weil ich kann das so erfüllt ausleben. Das war jetzt meine nächste Frage. Hast du das Gefühl, dass dir da was fehlt, dass es verbunden ist mit einer großen Einsamkeit? Oder akzeptierst du diese seltsame Kapriole der Sexualität, wenn ich es mal so nennen darf? Akzeptierst du das so oder findest du, dass das schon was Perverses, so was Krankes ist? Nee, überhaupt nicht. Also ich fühle mich sehr gesund dabei, sage ich mal. Und ich sag mal, jedes hat seine Daseinsberechtigung. Ich tue niemanden weh damit. Ich habe unheimlich viel Fantasie, ich kann das ausleben. Gut, aber es bleibt doch dennoch immer, ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Trieb des Menschen, eine Sehnsucht nach Liebe und geliebt werden. Wie erfüllst du das bei dir? Ich sag mal, Liebe ist für mich halt auch, ich habe einen sehr guten Freundeskreis. Mhm. Da bin ich eigentlich sehr offensiv auch mit meiner Sache. Ist es nicht so, ich sag mal gut, ich erzähle es jetzt nicht jedem, weil es halt oft auch belächelt und fehlverstanden wird. Ich suche mal schon Leute aus. Gut, jetzt ist das anonym halt auch mal gut. Die Leute, die das von mir wissen, die wissen es sowieso. Also verstehe ich das richtig, dass du meinst, dass dieses sehr Emotionale, das Herzensmäßige, du befriedigt bekommst durch deinen sehr engen Freundeskreis? Ja, genau. Ich kann, mir ist es auch ganz, ganz wichtig, mit Menschen darüber reden zu können. Ohne irgendwie, ach, der spinnt doch, weil das habe ich früher sehr oft in meiner Kindheit irgendwie erlebt, für alles verlacht und nicht ernst genommen zu werden. Und das ist für mich weil es halt, meine Sexualität ist halt ein Teil meiner Persönlichkeit. Und da habe ich halt irgendwann auch mein Coming-out gehabt. Habe gesagt, ja gut, ich habe halt diese Neigung und klar. Und solange ich sie verdränge, belastet es mich. Aber so wie ich das dann mit 12, 13 für mich halt so akzeptiert habe, es ist halt so. Es ist halt so, auch so selten das sein mag. Es gibt im Moment, gibt es die Schnuffeloma. Ja. Gibt es noch was im Moment? Im Moment nicht. Die ist mir auch, vielleicht kommt mal eine dazu. Ich denke mal, wenn ich mir eine kaufen würde, die wäre unbezahlbar, die könnte ich mir nicht bezahlen. Also setze ich mein eigenes Geschick und Kreativität dafür ein. Also ich habe dich jetzt so verstanden, dass ich dich nicht an meine Psychologin verweise. Nö, ich sag mal, ich bin damit zufrieden. Also Dein Anliegen war, wenn ich das gerade auch richtig interpretiert habe, du würdest ganz gerne Kontakt zu Leuten haben, die auch so einen Spleen haben, so einen sexuellen Spleen. Ich sag mal, es muss auch schon ernst gemeint sein. Aber ich sage, ich suche wirklich seit 20 Jahren. Ich habe die verrücktesten Zuschriften bekommen und auch vieles, was so in deiner Sendung war, das war mir auch nicht fremd von den Zuschriften, die ich jemals bekommen habe. Und da gut, Joachim, also ich kann dir versprechen, wirklich, das werden nicht so viele Leute sein, wenn sich jemand meldet, dass wir gern einen Kontakt herstellen. Ja, wie gesagt, und würde mich freuen, wie gesagt, ich da noch was zu erzählen halt so und irgendwie noch Fragen hast du dazu, das zum besseren Verständnis vielleicht oder... Können wir gerne darauf zurückkommen, aber ich finde es wirklich schon sehr, sehr schräg. Wie reagiert denn überhaupt dein Freundeskreis darauf, wenn du sowas erzählst? Ich sag mal, ja, die Leute, wo flüchtigere Bekanntschaften erzähle ich es halt. Ich habe jetzt so die engeren Freunde, denen erzähle ich das und da ist das halt selbstverständlich. Es ist halt mein Ding. Und so, ich habe Leute in meinem Bekanntenkreis, die haben auch verrückte Sachen, aber jetzt in anderer Beziehung halt. Aber es gibt immer wieder was Verrückteres, habe ich jetzt gelernt. Ich höre schon so lange deine Sendung und denke mal, da muss doch mal was kommen, man hört so viel Verrücktes auch Sachen. Aber und denke mal, ich weiß genau, wie wichtig den Leuten das ist. Und die suchen auch und finden meist jemand, aber ich habe bis jetzt noch keinen gefunden. Gut, also du hast mein Wort, wenn sich jemand meldet, kriegst du sofort Bescheid. Ja. Und du gibst einen dicken Knutscher deiner Schnuffeloma von mir. Okay. Dann darf ich noch mal was fragen? Ja. Ich würde mich mal interessieren, da war vor längerer Zeit mal in deiner Sendung, war mal irgendwie was von so einer... hieß die Svenja oder so, die da so schwer krebskrank war und da ihre Kinder dann so ein Heim geben musste. Ja. Da wollte ich eigentlich mal wissen, was ist daraus geworden? Das würde mich nochmal interessieren. Ja, das weiß ich jetzt ganz genau im Moment auch nicht mehr. Mhm. Wir hatten noch eine ganze Weile Kontakt mit Svenja. Es gab ja auch viele Hörerreaktionen. Es ging ja dann mal sehr schlecht eine Weile, dann wieder etwas besser. Ja. Und dann ist der Kontakt abgebrochen, wie es leider so oft der Fall ist. Ich weiß es nicht. Ich kann nur hoffen, dass es ihr einigermaßen gut geht und dass es überlebt hat. Wobei es ja dann mal sehr ernst war und wir alle Sorgen hatten, dass sie das nicht überlebt. Ja. So, lieber Joachim, jetzt machen wir Schluss. Und ein Autogramm hätte ich vielleicht gerne noch bei der Gelegenheit. Ja, das kriegst du auch. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Also das war ja nun wirklich was. Das habe ich nie in meinem Leben gehört, so etwas. Dass man sich in eine Heimorgel verlieben kann und mit der Heimorgel auch Sex haben kann. Und die Heimorgel auch noch benennt. Rosalinde.
Nee, Rosalinde, da hieß sie. Also wenn ihr auch extreme Neigungen habt, das muss ja nun nicht so krass sein, wie das, was gerade Joachim erzählt hat, ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Apropos Fax, Benny hat mir gefaxt aus Rostock, 18 Jahre alt, und das ist eine Rückmeldung auf die gestrige Sendung. Der Benny schreibt: Domian, die Frau mit dem Dildo gestern in deiner Sendung war ja der Knaller. Wenn die nicht schon so alt wäre, ich glaube, die ist 42 Jahre alt, dann könnte ich mich glatt in die verlieben. Ein Hoch auf die verrückten Alten. 42 Jahre alt. Bin ich ja auch so in der Richtung. Ein Hoch auf die verrückten Alten. Alex, 22 Jahre alt. Ich grüße dich herzlich. Hallo. Guten Abend. Ja, guten Abend, Alex. Hier ist Jürgen Domian. Ich freue mich, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Eine Ehre. Nun hast du zu dem Thema angerufen. Ja. Ja, sexuelle Neigungen. Bleiben wir gleich dabei. Auch extrem, eine sexuelle Extremneigung. Ja, genau. Mhm. Ich gehe auf Damentoiletten und nehme da Klopapier, Damenbinden, benutzte und spiele damit und lege sie dann wieder zurück und gehe wieder. Das macht mich dann, sagen wir mal, geil. Ja. Mhm. Auf welche Damentoiletten gehst du? Wo? Auf öffentliche Toiletten oder in Restaurants oder wo? In öffentlichen Gebäuden, ja. Mhm. Die Toiletten. Dann schleichst du dich in die Damentoilette rein und versuchst da irgendetwas zu erhaschen. Ja, es muss unbemerkt bleiben, das ist wichtig. Mhm. Weil wenn ich mich erwischen lasse, dann ist es alles aus, weil das merkt man mir auch an, weil ich bin da sehr aufgeregt. Mhm. Bist du schon erwischt worden? Bist du schon mal erwischt worden? Wie viele Jahre machst du das schon? Du bist 22? 2 Jahre mache ich das. Mhm. Also lass es mich mal mir genau vor Augen halten. Du gehst dann, du schleichst dich in diese Damentoilette rein, findest, wenn du Glück hast, eine benutzte Binde, ja, nimmst die Binde in die Hand und was passiert dann? Dann drucke ich sie aus, spiele mit ihr und lege sie dann wieder zurück. Oder nimm sie sogar mit. Ich habe sogar teilweise schon welche mitgenommen, die dann nach Hause genommen und weggeschmissen dann. Wenn du das in der Damentoilette machst, was hat das für eine Wirkung auf dich? Erregt dich das sexuell extrem? Ja, das macht mich sogar ganz schwindelig. So extrem, dass du dann auch in der Damentoilette, während du die Binde in der Hand hast, onanierst? Onanieren? Nein. Nein, onanieren tue ich noch nicht. Nein. Mhm. Aber es macht mich schon, sagen wir mal, an. Und du nimmst die dann unter Umständen auch mit nach Hause. Was machst du dann zu Hause mit den Binden? Da rieche ich den Geruch, rieche ich gerne, und ich spiele noch damit und schmeiße sie dann weg. Also das ist dann, dauert nur eine kurze Zeit, dann ist es wieder vorbei. Bezieht sich dein Interesse ausschließlich auf Damenbinden oder geht es noch weiter, dass du auch, in Fäkalien greifst oder so? Ja. Das ist auch vorgekommen. Das Ganze rührt daher, dass ich, wie ich klein war, mit meinen eigenen Ausscheidungsprodukten gespielt habe. Mhm. Und das hat sich eben daraus entwickelt. Wie oft machst du das? Ich habe es letztens schon öfters gemacht, zweimal in der Woche. Mhm. Ich sagte gerade schon, dass du 22 Jahre alt bist. Hast du auch eine Freundin noch nebenher? Nein, Freunde habe ich noch keine. Eine Freundin. Du hast noch keine? Noch keine gehabt? Nein. Du hast noch nie mit einer Frau geschlafen? Nein, das ist eben, deswegen mache ich das. Deswegen machst du das? Weil ich auf einem anderen Weg das nicht finden kann. Warum kannst du das auf einem anderen Weg nicht finden? Vielleicht liegt es daran, weil meine Mutter vor 15 Jahren verstorben ist. Oder weil ich behindert bin und da komplexer habe, auf andere Menschen zuzugehen. Welche Behinderung? Es gibt sicherlich andere behinderte Menschen, die sind viel mutiger wie ich. Mhm. Ich bin Spastiker. Spastiker, aber du sitzt nicht im Rollstuhl, du kannst dich bewegen mit einem Stock oder? Ich kann mich ganz normal bewegen, auch ohne Gehhilfe, ohne Stock. Mhm. Ja. Du hast gerade erzählt, dass du das seit 2 Jahren erst machst. Ja. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Da gehört ja nun auch sehr viel Überwindung dazu, das dann überhaupt auszuführen. Wie fing das an? Hallo? Alex? Hallo, Alex? Ist Alex leider weg. Dann wollen wir noch versuchen, dass wir ihn nochmal bekommen. Hallo? Schade, dann ist er weg. Wir wählen ihn neu an. Sehe ich jetzt gerade hier.
Ich glaube, wir können mal einen Moment warten. Frage in die Regie, hat es Sinn zu warten? Dann machen wir erstmal weiter mit Norbert. Und Norbert ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen Morgen. Ja. Das haut einen um, ne? Was man da gerade hören konnte. Ja, ist schon nicht schlecht, ja. Mhm. Obwohl meine Story geht eigentlich so ein bisschen so in die erste Richtung. Also ist nun keine Heimorgel. Aber es ist halt Seide und Satin. Seide und Satin. Ja. Das macht dich, erotisiert dich enorm. Ja, beherrscht doch ziemlich mein Leben, muss ich sagen. Erzähl mal, inwiefern ist dein Leben sehr beherrscht? Ja, dass ich es eigentlich immer tragen muss. Also, ja, eigentlich immer irgendwie an mir haben muss. Also als Unterwäsche? Ja, auch, ja. Mhm. Also, was ich auch, was ich so wie Pyjama, dass ich es halt unter normalen Klamotten tragen kann, ne? Mhm. Und das ist halt so die eine Seite. Und die andere Seite geht halt so auch seit, was ich sage, so 12, 13 Jahren auch so in Richtung Frauenklamotten. Ne? Mhm. Eigentlich auch schon länger, 15. Also das sind zwei verschiedene Sachen, ne? Also Frauenklamotten. Das heißt, du trägst richtige Frauenklamotten oder nur Frauenunterkleidung? Ja, das gehört schon zusammen, auf jeden Fall. Weil also die Frauensachen sind auch immer grundsätzlich aus Satin. Mhm. Aber die Frauensachen, das sind Kleider und Röcke. Blusen, Röcke und sowas, ja. Ja. Mhm. Richtig, ja. Ja. Bleiben wir nochmal erstmal bei der Seide und bei Satin. Hat das auch eine direkte sexuelle Stimulanz für dich? Oh, aber hallo, ja. Aber hallo. Das heißt, dass du ständig stimuliert rumrennst, oder wie? Wenn du das immer anhast. Ja, naja, gut, ich meine, wenn man das mit einer Frau vergleicht, ist es ja eigentlich auch schön, wenn du den ganzen Tag im Arm hast, ne? Ja. So ist es ja, doch, ist irgendwie so ziemlich genau das Gleiche, ja. Gut, aber man kann ja nicht permanent sexuell stimuliert sein, so krass. Nee, das nicht, aber wenn man es schon auf der Haut hat, dann an, was ich, nette Gedanken bekommt oder mhm, was Nettes sieht, dann passiert es ja. Umso schneller. Doch, ja. Ja. Wie viele Jahre machst du das jetzt schon mit der Satin-Unterwäsche? Und Seide? Naja, also es ging, diese Neigung ging schon ganz früh los. Also da habe ich schon so Erinnerungen, was ich ja so an 5 Jahre alt. Mhm. Aber es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, sowas auszuleben. Geht immer irgendwie erst ein bisschen später, wenn man also so einen Zugang zu Versandhäusern hat oder sowas. Ja, also es läuft also schon seit deiner Jugend oder seit dem frühen Erwachsensein. Ich weiß gar nicht, wie teuer so ein Zeug ist. Satin, reine Satin-Unterwäsche ist ja doch wahrscheinlich sehr teuer, ne? Ja, Satin geht, aber Seide ist. Oder Seide, genau, ja. Ja. Das heißt, du hast sehr viel Geld da schon rein investiert. Ja, doch, kann man sagen, ja. Nun kam noch was anderes hinzu, nämlich, dass du Spaß an Frauenkleidern hast. Das kam später, ne? Ja. Ja. Hast du zu Hause so einen richtigen Fundus von Frauenkleidern? Ja, füllt ein Zimmer, ja. Und wann ziehst du das an? Ja, eigentlich immer, wenn ich alleine, also ich bin wohne alleine, mhm, und ja, also ich sag mal, gut über 95% der Zeit, wo ich zu Hause bin, alleine. Das heißt, du sitzt jetzt auch im schicken Rock da und mit Pumps? Das habe ich nicht ganz geschafft, weil ich gerade erst nach Hause gekommen bin. Also, was machst du vom Beruf? Eigentlich bin ich eigentlich arbeitslos, aber mhm, ab und zu mal kann ich Taxi fahren. Ja. Also das passiert nur in deinen eigenen vier Wänden. Du gehst also nicht in die Szene raus und britzelst dich auf und so. Das ist auf keinen Fall. Bist du hetero? Aber ich gehe aber auch gerne damit spazieren. Ach, das doch. Du gehst also auch schon raus. Ja, doch. Und schminkst du dich dann auch? Ja, und klar. Das ja. Ja. Schämst du dich nicht, wenn du dann durchs Haus gehst und denkst, die Nachbarn könnten dich entdecken? Also ich habe in Wohnungen gewohnt, wo die Nachbarn reingucken konnten. Gibt ja Gott sei Dank die Erfindung der Vorhänge und ja, also dann macht man das natürlich alles dicht. Jetzt wohne ich doch ziemlich, nur nicht gerade mitten in der Stadt, ziemlich auf dem Land, mhm, und habe keine direkten Nachbarn, deswegen das ist schon ziemlich... Aber es gibt doch bestimmt Leute, denen das auffällt, oder nicht? Naja, meine Ex-Frau, ja. Wollte ich gerade auch noch drauf hinaus. Du bist heterosexuell. Ja. Du aber lebst, 100%, ja, also... 100%. Und du lebst im Moment noch mit der Frau zusammen? Nein. Nee. Nein. Du hattest diese Affinität, aber auch während du verheiratet warst. Ja. Und das hat sie mitbekommen? Ich habe sie irgendwann mal gesagt, ja.
Was hast du gesagt? Mit der Satin-Unterwäsche oder mit der Frauenkleide? Das sind ja zwei ganz verschiedene Sachen, finde ich. Ja, ich hatte, weiß ich auch nicht, ich musste meine Gedanken damals irgendwie so ein bisschen sortieren, das muss ich eigentlich ehrlich gesagt immer noch. Hm? Ich hatte ihr gesagt, dass ich lieber eine Frau sein möchte. Obwohl das eigentlich gar nicht... Wie lange wart ihr da schon verheiratet? Zwei Jahre. Und wie lange wart ihr dann noch verheiratet danach? Noch acht Jahre. Ja. Habt ihr Kinder? Ja. Wie viel? Eins. Wie alt ist das Kind? Drei. Mhm. Das heißt, so lange hat die Frau sich dann damit arrangiert, deine Frau? Ja. Mhm. Und hast du dann auch Frauenkleider zu Hause angezogen, in Anwesenheit deiner Ehefrau? Da ich weiß, dass sie es nicht toll fand und es aber halt so irgendwie toleriert hatte, habe ich es eigentlich vermieden. Ja. Mhm. Also sobald unsere Lebensweise, was ins Bett gehen angeht, ist sehr unterschiedlich gewesen. Sie ist immer sehr früh ins Bett gegangen. Ich mal sehr lange aufgeblieben, blieb also immer diese... Dann ging das, dann konnte man das irgendwie so machen. Jetzt bist du getrennt von der Frau, das Kind lebt bei deiner Frau. Ja. Ja. Was ist denn jetzt dein Wunsch, was wäre dein Lebenswunsch? Wie würdest du gerne leben und mit wem? Das ist eine feine Frage, ja. Eigentlich wäre es mir natürlich lieb, klar, wenn es jeder wüsste, wenn ich immer so rumrennen könnte... wie ich gerade Bock drauf habe. Mhm. Hättest du aber gerne dazu eine Frau, also eine heterosexuelle Verbindung? Ja, das wäre natürlich... Also am liebsten wäre eine Frau, die das toleriert, die das gut findet und du würdest gerne halt auch in der Öffentlichkeit und ganz normal so damit umgehen. Ja. Ja. Obwohl ich weiß, das ist wirklich Utopie eigentlich, ne? Weil ich eigentlich so den nicht glaube, dass die Welt es so akzeptieren würde. Ne? Ja, vielleicht nur in Großstädten, wo viel Szene ist und so. Ich meine, es ist sehr schwierig, so eine Frau zu finden, die das mitmacht, die das nicht stört, die das vielleicht sogar anmacht in irgendeiner Form. Irgendeiner das wohl war, Art und Weise. Ich wünsche es dir auf jeden Fall von Herzen, lieber Norbert. Ja. Alles Gute. Auf Wiederhören. Viel Spaß noch. Tschüss. So, jetzt haben wir den Alex wieder. Das freut mich sehr. Hallo Alex. Ja, Domian. Nee, das ist ein anderer Alex jetzt. Das ist ein anderer. Ich frage mal in meine Regie, das ist ein anderer Alex, ja? Meine Regie antwortet mir nicht. Okay, aber ich höre es schon in der Stimme. Alex, du bist 19 Jahre alt. Ja, genau. Domian, grüß dich erstmal. Ja, hi, grüß dich auch. Ich bin froh, dass ich mal bei dir durchgekommen bin hier. Ja. Freut mich echt, hier, weißt du das? Ja, es freut mich auch. Aber auch hier. Mein Thema ist, ich fahre illegale Autorennen. Mhm. Wo fährst du die? Wo ich die fahre, also meistens nur auf Autobahnen. Mhm. Oder ich fahre auch Landstraßen. Mhm. Und ich habe halt auch einen Kumpel hier, weil ich wohne halt noch bei meinen Eltern und die haben halt auch ein Haus. Und die wissen auch nichts davon, dass ich das mache. Du hast dein eigenes Auto? Ja, ich habe ein eigenes Auto. Illegale Autorennen auf Landstraßen oder auf der Autobahn, vermutlich nachts, ne? Ja, nachts meistens halt. Mhm. Was heißt das genau? Wie brettert ihr über die Landstraßen oder wie schnell fahrt ihr über die Autobahn? Also ich habe mit 18 habe ich schon angefangen, weil ich einen Führerschein habe. Und wo ich 16 war, habe ich halt schon an sowas gedacht. Mhm. Dass ich halt mal Autorennen fahre, dass ich halt da mal die Post rauslasse, weißt du? Mhm. Und da fahre ich halt diese Autorennen. So, meine Frage war jetzt, wie schnell du fährst? Ja, ich fahre halt zwischen 180 bis 200. Was also für ein Auto? Was für ein Auto hast du? Das ist ein Opel. Was für ein Opel? GSI. Aha. Und du fährst dieses Rennen mit deinem Kumpel? Ja, oder mit deinem Kumpel. Sind da noch mehr bei? Das sind noch mehr. Einer davon, der ist halt auch gerade bei mir, der heißt Ahmed. Wie viel seid ihr denn? Wie viele Kumpels? Ja, ist verschieden. Manchmal sechs, fünf, sieben. So, ihr halt fünf, sechs, sieben Leute brettern dann mit 180 über die Landstraße. Über die Landstraße, über die Autobahn und fahrt wirklich richtig Rennen, wie man das halt von professionellen Rennen kennt. Ja, das machen wir halt. Ich habe halt auch einen Kumpel hier von mir, der heißt Ahmed, der ist 24 Jahre und der hat mich halt da meistens immer mitgenommen, hat mir das gezeigt, wie es geht. Wie oft kommt das vor? Das kommt im Monat, würde ich jetzt sagen, 5-6 Mal. Alex, ich krieg so einen Hals, wenn ich das höre, was du da erzählst. Was? Ich sage, ich kriege so einen Hals, wenn ich höre, was du da erzählst. Ja, ich meine, ein Risiko ist immer dabei, das ist nicht abzuschreiben. Ja, hör mal, du Idiot.
Wie kannst du das denn so lapidar sagen? Ein Risiko ist immer dabei. Es geht ja nicht. Nein, lass mich sagen. Ja. Es geht doch nicht nur um dich. Es geht doch um dass du das Leben und die Gesundheit von anderen Menschen gefährdest. Ja, will ich ja gerade sagen. Ich will da, deswegen rufe ich ja heute auch an. Ich will da loswerden. Also nicht mehr fahren, weil ich meine, ich brauche den Kick. Und ich will da loswerden, weil ich kann Menschen gefährden, Kinder gefährden, ältere Leute. Ja, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Dann hör doch damit auf, schlagartig. Ja, es geht mir. Ich brauche das halt. Ach, hör mal. Ach Alex, es ist doch völlig albern. Es ist doch völlig albern. Es ist vollkommen albern zu sagen, ich brauche das, ich kann damit nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören, damit illegale Autorennen zu fahren. Ich brauche das. Das ist doch völlig bescheuert. Ja, du bist ein junger Mann von 19 Jahren. Da wirst du doch so viel Disziplin aufbringen, so viel Manneskraft, um zu sagen, Schluss aus, ich mach's nicht mehr. Ja, das ist ja verständlich. Ich habe halt auch einen Kumpel hier, Ahmed heißt. Ja, das hast du ja schon dreimal gesagt. Gib mir den mal. Den gebe ich dir mal, alles klar. Jo, hallo Domian. Hallo Ahmed, ich habe gerade mitgehört. Du hast alles mitgehört, was er gesagt hat? Ja, ich hab's mitgehört. Willst du auch davon wegkommen? Boah, ob ich davon wegkommen will. Ich weiß, ich mache das schon seit dem 18. Lebensjahr jetzt bei mir. Ne? Wie alt bist du? Ich bin 24. Mhm. Seit 18 Jahren habe ich Führerschein gemacht und dann... Ja, noch nie erwischt worden? Doch, bin ich schon einmal erwischt worden. Und, was ist da raus geworden? Geldstrafe. Wie hoch? 2.500 Mark. Scheiße, euch sollte man den Führerschein wegnehmen. Auf Lebenszeit. Ich weiß. Auf Lebenszeit. Weißt du das? Du hast recht, ich weiß, aber... Nee, wie aber? Ja, das, du kannst das nicht verstehen. Das ist, gibt so einen Kick. Das ist doch scheiße. Aber, wie heißt du? Ahmed, ne? Ja, Ahmed. Ahmed, das ist doch arm, wenn du sagst, ich kann davon nicht loskommen, weil es einen Kick gibt. Das ist doch völlig arm. Das verstehst du jetzt falsch. Ihr, der Alex, der will davon loskommen. Ach, du willst ja gar nicht von loskommen. Ich weiß, also. Aber die Grund. Bei mir kann man sagen, ich bin süchtig danach schon. Dir ist es auch völlig wurscht, dass du da vielleicht andere Menschen gefährdest, dass du Menschen in... Nee, das sehe ich auch ein mit den Menschen, aber ich gefährde ja keine Menschen. Das weißt du doch überhaupt gar nicht, wer da nachts auf der Landstraße euch vielleicht entgegenkommt. Ja, Landstraße ist ja nur nicht mal. Meistens auf Autobahn. Ja, oder wer auf der Autobahn vielleicht ist, wer auf der Autobahn ist, das heißt, ihr könnt doch da Leute gefährden, Menschen gefährden. Ja, aber wir fahren da meistens, wenn halt nicht so viele Autos da unterwegs sind, aber nachts. Ja, aber das ist doch völlig... Ja, aber das ist doch ganz, ganz arm argumentiert. Meinst du? Ja, weil ihr habt vielleicht Glück gehabt im Moment, dass noch nichts passiert ist. Es kann jedes Mal kann ein ganz schwerer Unfall passieren. Es kann passieren. Da ist noch nichts passiert, noch kein Unfall, nichts. Ja, aber es kann doch passieren, mein Gott nochmal. Ich weiß, du hast recht, aber. Ja, was aber? Ja. Nee, das ist mir wirklich zu blöd, weißt du das? Ich wünsche euch wirklich, dass ihr gefasst werdet und dass ihr den Führerschein abgenommen bekommt. Alle zusammen. Ja, du bist gemein. Ja, nein. Ich glaube, du redest ganz anders, wenn ihr in einen schweren Unfall verwickelt seid und du vielleicht ein Menschenleben auf dem Gewissen hast. Ja, das sehe ich ein, das kann möglich sein. Ja, dann allein weil das eventuell möglich sein könnte, Ahmed, müsst ihr die Sache sein lassen. Ja, aber das macht so... Kein Aber jetzt. Nicht Aber, es macht Spaß und so. Nicht Spaß, nein, Süchtig. Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Du hast gerade zu mir gesagt, es könnte sein, dass ein Menschenleben gefährdet ist. Könnte passieren, wenn was schief läuft. Ende der Diskussion. Das reicht schon aus, dass man das nicht macht. Punkt. Keine Diskussion mehr. Also, ich verabschiede mich und hoffe, dass ihr es sein lasst. Okay. Ja, wenn es so gut ist, dann, ich weiß nicht. Ja, ich hoffe das sehr. Ich kann euch mit Argumenten, glaube ich, nicht näher kommen. Okay, auf Wiederhören. Alles klar dann, ne? 1.33 Uhr und 55 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause.
auf die Sekunde, 1.35 Uhr, hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema extreme Neigungen und ich möchte mit euch allen reden, oder mit einigen von euch, die eine extreme Neigung haben. In welchem Bereich auch immer, im Sexuellen, das haben wir gerade schon gehört, vielleicht hobbymäßig, vielleicht sportlich, was auch immer. Hinweis auf morgen. Morgen haben wir einen prominenten Gast hier sitzen. Ich habe einen prominenten Gast, nämlich den Christian Wunderlich. Und Christian Wunderlich wird sich euch und euren Fragen eine Stunde lang hier stellen. 1 Uhr Radio 1 live und WDR Fernsehen. Wenn ihr mich erreichen wollt, das könnt ihr gerne versuchen und tun, unter 0800 5678 111, eine kostenfreie Telefonnummer und die kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Und hier ist Birgit. Birgit ist 34 Jahre alt. Übrigens, den Alex kriegen wir nicht mehr. Irgendwas funktioniert mit der Verbindung mit der Leitung nicht. Schade. Birgit. Hallo. Hallo? Ja. Ich höre dich nur ganz schlecht. Was machen wir denn jetzt? Ja, dann musst du lauter reden. Ja, das mache ich jetzt. Ich werde jetzt richtig schreien, damit du mich hörst. Ja. 34 Jahre alt. So ist es, ja. Und auch eine Frau mit einer extremen Neigung. Ja. Na? Die ist aber nicht auf sexistischer Ebene. Ich habe gedacht, es ruft mich niemand zurück. Mhm. Weil, ja, die Themen, ich habe mir das jetzt angehört und ich höre dich auch fast jede Nacht. Mhm. Und habe gedacht, nee, das ist eine Neigung, die wollen die gar nicht hören. Weil wir wollen alles hören, vor allen Dingen, wenn es von dir jetzt kommt. Leg mal los. Okay, ich versuch's mal. Ich lache jetzt, weil es eigentlich sehr bitter ist. Ja. Und zwar geht es darum, dass ich also wirklich, und weh, du lachst jetzt. Ich bin ganz ehrlich, ich lache nicht. Also wir hatten ja schon die Orgel vorhin. Ja, die habe ich auch gehört, aber... Ich bin ganz ernst. Da habe ich ja auch gelacht, ja. Gebe ich ja zu. Nein, es ist bitter, aber wahr. Ich habe immer mit Steinen geworfen und richtig heftigst. Du hast immer mit Steinen geworfen? Ja. Heute nicht mehr? Nee. Wohin hast du denn mit den Steinen geworfen? Ja, also es ging damals um meinen Ex-Ehemann. Mhm. Ja. Ich will jetzt nicht erzählen und die ganze Ehegeschichte und dieses ganze Blabla. Es war so, dass der mir was angetan hat und irgendwann bin ich sag jetzt mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, aufgestanden und habe zurückgebrettert. In Form von Steine werfen. Das war also für mich zunächst mal ein Zufall, glaubte ich. Nun hat man ja nicht in der Wohnung immer ein paar Steine parat. Nein, das war ja auch nicht in meiner oder in damals noch der ehelichen Wohnung. Er ist irgendwann ausgezogen und ich bin ihm hinterhergereist. Er wohnte auch noch parterre, aber lach nicht, der wohnte zweimal parterre. Ich hätte mir an seiner Stelle eine Wohnung gesucht im dritten oder fünften Obergeschoss. Mhm. Ja, und da hat man dann damals so eine Garage angebaut und da lagen dann so Backermänner, weißt du, so richtige Ziegelsteine. Ja, so richtige schwere Jungs, ne? Richtig. Ja. Und das war ohne Überlegung und ich habe nur gedacht, und rein, und du Schwein, wirklich genauso, wie ich es dir jetzt sage, so. Moment, du bist dann... von meinem jetzigen Bekannten... Nein, ich will den Vorgang mir vorstellen. Du hast die Steine von draußen mitgenommen und bist in die Wohnung reingegangen. Ich habe draußen gestanden. Ich konnte da nicht rein. Du hast draußen gestanden, hast die Steine in das Fenster geworfen. Gesehen und geworfen, genau. Die schweren Steine in die Fenster, das heißt, die Fenster waren kaputt. Also, ja, es war ein Badezimmerfenster. Mhm. Und das war dann kaputt. Wie oft gab es denn solche Steinattacken von dir? Also dreimal. Ja, das, Gott sei Dank, es geht ja noch. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie jeden Tag. Nee. Ja, so heftig war es nicht. Obwohl, es war damals so, dass ich eben geworfen habe. Und aber wirklich so voller Wut war und voller Hass und all dem. Und ja, und habe die da so rein. Der erste ging nicht. Hast du denn... jemanden getroffen auch? Ja, warte, jetzt kommt ja der Knaller an der ganzen Sache. Ich habe Gott sei Dank niemanden getroffen, aber er war auch nicht übel. Er hat, es war ja nun am Abend oder fast in der Nacht so um 10:30, 11 Uhr, abends, also 23 Uhr, und die Beleuchtung war an, also Licht war an. Mhm. Und das danach 2 Tage lang.
Und mein jetziger Bekannter ist dann da vorbeigefahren und das Licht ist immer noch an. Glaube mir, ich habe unseren Pfarrer angerufen. Moment, du musst es klarer erzählen. Was zwei Tage lang? Was war zwei Tage lang? War das Licht im Badezimmer an. Aha, was sagt uns das, dass da zwei Tage das Licht an ist? Mir hat das damals Glauben gemacht, der ist da umgekippt. Ach, ich habe den beim Pinkeln oder so, der stand da gerade oder ist aus der Wanne oder vor der Toilette gestanden. So, es war zwei Tage, da ist Licht an. Du hast gedacht, dass du ihn erschlagen hast mit dem Stein, ne? Getroffen. Habe ich geglaubt, ja. Aber ich hoffe nicht. Nein, Gott sei Dank. Dreimal ist das passiert. Ja. Und das hat zu tun gehabt mit der schlechten Ehe. Das war eine Reaktion quasi deinerseits auf das, was der Mann dir angetan hat. Ja, das möchte ich jetzt auch nicht erzählen. Das sind Es gibt so viele Leute, die erzählen da und das möchte ich nicht. Das ist. Aber dann war es dann auch gut mit der Steinewerferei danach. Nee, das war erstmal gar nicht gut. Dann habe ich meinen Bekannten kennengelernt, den ich jetzt auch noch habe. Mhm. Und dann habe ich den auch angefangen zu bewerfen. Welche Steine hast du da zufälligerweise genommen? Momento, die sind also in meinem Wohnzimmer zwischen den Blumen. Wie groß sind die? Die sind klein, unterschiedlich groß. Ne? Manche sind auch groß. Also dann gehst du zu deinen Blumen, nimmst die Steine daraus und bewirfst. Nee, dann sehe ich die. Dann sind das. Und es kommt über dich und du bewirfst deinen armen Freund da mit kleinen Steinen. Der arme Freund, ja, der war ja vorher auch böse. Aber nicht so schlimm wie der Ehemann. Nee. Nein, aber geht dann glimpflich ab, wenn du ihn mit so kleinen Steinen bewirfst. Ich habe auch, wie gesagt, weder den Freund noch den Ehemann getroffen, Gott sei Dank nicht. Aber ich habe dann irgendwie gedacht, da ist das nicht in Ordnung, ne? Ja. Warum immer, weißt du, und wie hat sich das jetzt geregelt? Wieder alles eingerenkt? Also, eingerenkt hat sich, gar nichts kann man nicht sagen. Das heißt, es kann wieder passieren irgendwann. Also wenn der mir richtig wehtun würde, was ich manchmal bei dir höre, was Frauen da erzählen, da fallen mir immer noch und Backermänner und Steine ein. Das heißt also, in einer Notfallsituation würdest du nochmal zum Stein greifen. Ist in der Tat auch eine extreme Neigung. Und ich danke dir dafür, dass du es mir erzählt hast. Und hoffe, dass du nicht in die Situation kommst, Birgit. Das ist das Allerwichtigste überhaupt, ne, würde ich sagen. Ja, es hat sich ja auch in dieser Klinik halt aufgeklärt und da habe ich auch meine lieben Steine, sag ich jetzt mal so, gesucht. Mhm. Lach nicht. Nein, ich lache ja auch gar nicht. Das war in Bad Wildungen und das war eine super Klinik. Also es gab eine Behandlung dazu. Es gab eine Behandlung dazu und keiner wusste warum und wieso. Und ich habe es erzählt unter vielen Weinen und bis sich das herauskristallisiert hat. Und nun ist es alles. Ja, es ist alles so einigermaßen wieder im Lot. Nee, das ist also in der Kindheit abgelaufen. Meine Mutter hat mich mit dem Stein beworfen, da war ich 4 Jahre alt. Also ich habe eine Narbe von der Nase bis zum... Ne? Und Birgit, ich wünsche dir, dass du das einfach nicht mehr machen musst. Ich wünsche dir tolle Männer und dass die Steine immer im Blumentopf bleiben. Alles Gute, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Martina ist dran. Und das ist nicht die Martina, das ist der Mike. Das ist der Mike. Hier steht Martina und Mike. Martina und Mike. Aber Martina gibt es auch, oder wie? Ja, die Martina gibt es auch, ja genau. Das ist nämlich meine Tante. Das ist deine Tante. Jetzt habe ich erstmal den Mike. Genau. Und der Mike ist wie alt? Ich bin 23. 23. Und die Tante Martina, wie alt ist die? Die Tante Martina ist 39 Jahre alt. 39. Jetzt rede ich erstmal mit dem Mike. Ja, genau. Zum Thema extreme Neigung. Ganz genau. Ja. Es geht hauptsächlich jetzt um meine Tante. Ja. Weil sie hat nämlich so eine Neigung, das ist nämlich, ich sag mal, ganz ungewöhnliches Laster, was sie hat. Das ist nämlich das Federn knacken. Was macht sie? Sie knackt Federn. Sie knackt Federn? Sie knackt Federn, ganz genau. Was ist bitte schon das? Indem sie 4 Jahre alt ist. 4, 5 Jahre alt ist. Was ist Federn knacken? Federn knacken, ja, das ist, sie nimmt ein Kissen, am besten das billigste, was es gibt, und dann nimmt sie die Kiele und reißt sie auseinander oder sie knackt sie. Knickt sie so um. Und das gibt so einen kleinen Knackton, ne? Das gibt einen furchtbaren Knackton. Und Kiele nennt man die Stängel von den Federn, ne? Ganz genau, die Stängel von den Federn, ganz genau. Ja, und das nervt irgendwie jeden. Das macht deine Tante Martina immer schon? Das macht sie schon seit, sie ist jetzt 39. Ja. Und das macht sie seit dem 5. Lebensjahr. Nun könnte man ja sagen, du bist der Neffe, ne? Ganz genau, ja. Das könnte dem Neffen Mike doch eigentlich piepwurscht egal sein, dass die Tante Martina Federn knackt. Natürlich, also mir ist es egal, weil es ist meine Patentante, es ist meine beste Freundin, es ist irgendwie meine
beste irgendwie Freundin überhaupt, ja, und ja, mich interessiert es nicht, aber es ist schon nervig, überhaupt auch für die ganze Welt. Guck mal, jetzt letztens, Jürgen, haben wir eine gute Freundin von uns besucht, die wir schon seit 8 Jahren nicht mehr gesehen haben. Das Erste, was sie getan hat, sie hat sich ein Kissen geschnappt. Und hat Federn geknackt. Und hat Federn geknackt, ganz genau. Das heißt also, in jeder nur erdenklichen Situation passiert das. Ganz Wenn genau. ihr alles schön gemütlich beim Kaffee trinken seid und lecker ganz Kuchen genau, esst und so, dann knackt die Tante Martina Federn. Ich muss jetzt Tante Martina sprechen. Du musst Martina Gibt's sprechen, das kannst du sehr gerne tun. Ich verbinde dich. Einen Moment. Okay. Ja, hallo. Hallo, Tante Martina. Ja, hallo. Hallo, Martina. Du bist die Federknackerin. Ja, ich bin süchtig danach. Mensch, das habe ich auch noch nie gehört. Das heißt also, wenn man dich zu Besuch einlädt, sollte man alle Kissen verstecken, in denen Federn sein könnten. Das sollte man eigentlich nicht machen, dann bin ich nämlich unglücklich. Dann bist du unglücklich? Ja. Das heißt, du brauchst deine Federn. Ich brauche das. Das ist ja schon so ein bisschen Gaga und Dada jetzt, was wir hier machen. Du brauchst die Federn. Ich brauche diese Federn, weil es ist in diesen Fingerspitzen. Ich brauche dieses Gefühl in diesen Fingerspitzen. Das heißt, wenn ich dich zum Kaffee einlade und meine Kissen verstecke, ja, dann kann ich machen, was ich will. Du wirst einen unglücklichen Nachmittag verbringen. Ohne Kissen. Nein, nicht unbedingt. Nein, nein, nein. So auch nicht. Nicht unbedingt. Nein. Aber man hat doch Hemmungen, wenn man irgendwo fremd ist und irgendwo eingeladen ist, dann an den Kissen zu poolen und die Federn rauszuziehen. Es ist so, es ist unbewusst. Es ist unbewusst. Du merkst das gar nicht wenn mehr. Wenn ich irgendwo hinkomme und ich setze mich dann hin und dann mein erster Griff ist nach den Kissen, die auf den Sofern sind. Dann muss es bei dir zu Hause doch scheußlich aussehen. Es muss doch alles voller Federn sein, die zerknackt sind, oder? Nein, 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 gar nicht mal. Weil ich habe hier ungefähr, sind 9 Kissen, die hier immer aufgepusht werden. Mhm. Und wenn sie zerknackt sind, dann nehmen es meine Verwandten gerne auf, weil dann die ganzen Spelzen sind dann durchgeweicht. Du hast schon diese ganzen Fachworte auch so drauf, also, ne? Stelzen, was sind jetzt Stelzen? Ich mache das wirklich seit meinem 4., 5. Lebensjahr. Ich bin jetzt 39 und ich musste mich vor meinen Eltern verstecken schon und denen hat das schon so genervt. Und Was sind Stelzen? Das muss ich jetzt wissen. Spelzen. Was ist das? Das ist der Hartkern von den Federkehlen. Der harte Kern? Von den Federkehlen. Aha. Das muss ich kenne mich im Bereich der Federn nicht so sehr gut aus. Das muss dann zwischen den, für mich ist das Gefühl, also zwischen den Federn, nicht zwischen den Fingern, das ist eine Art Befriedigung für mich, es beruhigt mich. Es hat aber nichts Sexuelles irgendwie. Nein, gar nicht. Dann hast du auch einen hohen Verbrauch an Kissen, ne? An Federn. Oh, reichlich. Warum muss es denn dann immer ein Kissen sein? Du könntest doch dir irgendwo in einem Bettengeschäft, 10 Kilo Federn kaufen und die zu Hause hinstellen und immer knacken. Nein, ich habe mich unlängst mal ein Kissen, entschuldige, wenn ich das mal so erwähne, gekauft, dann war das aufgerissen und dann kamen mir die Spelzen entgegen. Das war für mich sowas von uninteressant. Die müssen verpackt sein. Ach, die müssen. Jetzt klingt das ja ein bisschen schrill und wir lachen auch drüber. Die anderen lachen auch drüber. Aber ich muss doch mal sagen, ich hatte mal eine Sendung gesehen, Rache ist süß. Mhm. Und da war auch 2 Herren vertreten, die auch dieses Syndrom, sagen wir mal, hatten. Und ich dachte mir, ich bin nicht die Einzige, die das hatte. Und leider hatten die das auch. Und da habe ich mir gedacht, ich bin nicht die Einzige, die das hatte. Ist das für dich, Martina, ein richtiges Problem? Ein Lebensproblem? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Du lebst ganz gut damit, dass du die Federn knackst. Ja, ich mache das. Ja, mein Neffe sagt schon wieder, es nervt. Ja, es Aber nervt dich, mein Ehemann und auch andere, die da kommen oder so, ist ja, weil es knackt normal. Ja. Und die anderen stört es. Ich sage immer, ich habe da kein Problem mit. Wenn ihr ein Problem mit habt, würde ich in dem Sinne mich dann auch von dir verabschieden. Du hast kein Problem damit, die anderen haben ein Problem damit. Und so. Ja, ich würde es mal so sagen. Und der Mike muss dich einfach so akzeptieren. Das tut er ja auch, ne? Als Lieblingstante und beste Freundin, die du dem Mike bist. Ja, das fand ich auch ganz süß. Die federknackende Tante Martina war das. Ja, danke. Alles Gute, Martina. Schönen Gruß an Mike. Tschüss. Selina begrüße ich herzlich jetzt. Guten Morgen. Hallo Selina. Ja, 20 Jahre alt. Hallo. Hallo. Selina, welche extreme Neigung hast du? Ja, ich gehe anschlafen und habe tierischen Spaß dabei. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Du gehst anschlafen und hast Spaß dabei. Ja.
Bedeutet das, dass die anderen Frauen, die diesem Job nachgehen, eigentlich keinen Spaß dabei haben? Ja, also weiß ich nicht. Also viele machen das halt wegen Drogen oder so, die ich da kenne. Mhm. Ich mache es halt aus Spaß. Mhm. Wie lange schon? Ja, jetzt. Mhm. Spaß heißt, dass du währenddessen auch deinen sexuellen Spaß dabei hast? Ja, nee, ich tue es eher genießen, wenn die Männer dabei abgehen. Mhm. Hast du denn dabei auch deinen Orgasmus? Eher selten. Weil das ist ja eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz der Huren, dass das nicht passieren sollte, ne? Oder dass das nicht passiert. Ja, manchmal schon, manchmal halt nicht. Mhm. Versuch mir doch noch mal ein bisschen genauer deinen Spaß zu erklären, den du beim Anschaffen hast. Ich finde einfach interessant, die Männer, die halten da an. Mhm. Die wollen mich. Du arbeitest auf dem Straßenstrich. Ja. Mhm. Und die wollen mich halt, irgendwie finde ich das voll geil. Und wenn die Männer dann zu mir sagen, dass ich das gut mache, dann... Mhm. Also du hast eher ein Erfolgserlebnis bei deiner Arbeit, als denn deine sexuelle Lust dabei. Die ist nicht so im Vordergrund, die sexuelle Lust. Nee. Mhm. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Du sagst, seit einem Jahr machst du es, du bist nicht drogenabhängig. Bist du drogenabhängig? Ich frag's nochmal. Nein. Nein. Warum machst du das überhaupt? Wie bist du drauf gekommen? Ich weiß nicht, ich habe das mal so mit angesehen eine Zeit lang. Und dachte ich mir... Mach es einfach mal. Einfach so alleine. Du hast keine Freundin, die dich da irgendwie ein bisschen reingezogen hat oder irgendein Bekannter? Nee. Du hast dich von heute auf morgen einfach an den Straßenstrich gestellt? Ja. Das ist ja auch abgefahren. Dann habe ich da Spaß dran gefunden. Warst du nicht sehr aufgeregt und unsicher auch beim ersten Mal? Ja, ein bisschen schon, aber das hat dich nach dem zweiten Mal dann gelegt. Mhm. Aber du findest das selbst auch alles irgendwie ein bisschen ungewöhnlich. Deshalb rufst du auch an unter dem Thema zum Thema extreme Neigung. Ja, ich meine, ich finde es auch cool. Ich meine, ich bin die Einzige, die da Spaß dran hat, weil die ganz anderen Mädels, die meinen auch schon, dass ich bescheuert bin. Ja, was sagen die? Du sprichst mit den anderen Mädchen ja auch. Was sagen die denn so zu dir? Jammern die viel und sagen, ich möchte hier raus aus dem Milieu? Ja, sagen die. Hm. Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie keine Lust damit aufzuhören oder so, weil es halt einfach mehr Spaß macht. Ja. Was hast du denn vorher vom Beruf gemacht? Floristin habe ich gelernt. Das mache ich auch hauptberuflich in der Woche. Ach, das machst du auch noch? Also du gehst deinem Beruf nach und machst die Anschafferei nebenher? Ja. Wie viele Stunden in der Woche anschaffen? Jedes Wochenende. Jedes Wochenende? Den ganzen Samstag, den ganzen Sonntag bis abends? Nee, den ganzen Freitag und den ganzen Samstag. Mhm. Hast du einen Freund? Die ganze Nacht halt. Hast du einen Freund? Ich habe keinen Freund, nein. Weiß das irgendjemand aus deinem Freundesbekanntenkreis oder die Eltern vielleicht? Nee, das weiß keiner. Mhm. Aber die Gefahr ist ja, dass das irgendwie mal auffällt, ne? Und jemand erfährt. Ich glaube eigentlich nicht. Mhm. Also weil man bekannt ist, natürlich das eigentlich ziemlich gut verstecken. Mhm. Aber du machst das in deiner Stadt, in der du lebst. Ja. Das kann natürlich sein, dass da mal jemand vorbeifährt, dein Onkel oder so etwas, und dann ist es schon raus. Nö, eigentlich nicht. Ich glaube nicht gerade, dass sie dann gleich denken, was ich da mache. Dann werden sie mich fragen und werde ich dir mal sagen, dass ich da nur lang gegangen bin. Naja, ein bisschen naiv die Einstellung. Wie wirst du dich denn verhalten, wenn du mal einen Freund hast? Dann ist es ja nur sehr problematisch. Ich hoffe, dass ich dann damit aufhören kann. Mhm. Das klingt ja fast schon so wie eine Sucht. Ich hoffe, dass ich damit aufhören kann. Na, das wollen wir mal nicht sagen, ne? Also das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, mich wundert es schon, wenn jemand fragt, brauchst du das Geld denn so nötig? Nee, auch nicht. Hm. Das ist ja das Komische da dran. Hm. Wie viel verdienst du da so zusätzlich an den Wochenenden im Monat, wenn du so über den Daumen das sagen könntest? Im Monat? Mhm. Also, weiß ich nicht, knapp 1000 Mark, wenn ich Glück habe. Hm. Wie viel nimmst du für einmal? Also jetzt für den Verkehr 100. Mhm. Naja, da kommt ja auch einiges dann zusammen, ne, wenn du Freitag, Samstag arbeitest. Also mich wundert es sehr, dass du es machst. Wenn du das nicht eigentlich machen müsstest und du hast deinen Beruf und ist alles in Ordnung, bist nicht drogenabhängig und, ich bin ein bisschen ratlos. Ich hoffe nur, dass, ich wünsche dir eigentlich einen tollen Freund und eine tolle Liebe und dann ist wieder alles im Lot, richtig? Hoffe ich doch. Ja, hoffe ich auch. Tschüss, Selina, alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. Mensch, was es alles gibt. Thorsten, 24 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo? Ja, Thorsten, guten Morgen. Ja, also ich möchte bei dir sagen, also ich schäme mich ja eigentlich ein bisschen, das zu sagen. Ich bin ein Gaffer.
Du bist ein Gaffer. Sag ich mal so, ja. Was, wo gaffst du denn am liebsten? Also da, wo Menschen Leid empfinden. Es ist also, bei mir kam es dadurch, ich war in der Jugendfeuerwehr bei uns und habe eben viel Leid mitgekriegt schon dadurch, also nicht nur dadurch, auch später. Weißt du, was ganz pfiffig wäre, Thorsten, wenn du mal deinen Fernseher oder dein Radio den Ton runter fahren würdest? Ja. Dann haben wir kein Echo hinten im Hintergrund. Gut. Da hast du bei dieser Tätigkeit viel Leid schon gesehen. Ja. Ja, und damals bin ich dann rausgegangen aus der Feuerwehr wegen Diskrepanzen mit dem Hauptmann und so. Aber ich habe trotzdem noch meinen Empfänger und so und ich höre eben auch einen Polizeifunk ab. Das heißt, wenn eben was ist, ich wohne eben direkt neben der Autobahn, was heißt, das sind 3 Kilometer. Und das ist gerade eine Stelle, wo sich viele Unfälle ereignen. Ich kann es ja nicht beschreiben, warum das so ist. Das heißt, du hörst am Polizeifunk, da ist ein Unfall passiert, du setzt dich ins Auto und fährst dahin und guckst es dir an. Ich fahre hin, ja. Wie oft? Ich weiß, es ist schäbig irgendwo, aber ich meine, ich bin da irgendwo der Einzige, weil mich das auch nachts beschäftigt und... Wie oft passiert das denn? Wie oft kommt das vor? Ja, immer wenn was ist. Also ich bin da permanent, dadurch, dass ich eben am Tage arbeite. Das heißt also, es kann theoretisch jede Nacht passieren, jede zweite Nacht oder so? Ja, so oft, so schlimm ist es noch nicht bei uns, aber so oft ist es nicht. Aber einige Male im Monat kommt schon zusammen. Ja. Dass du dich gezielt ins Auto setzt, um zu einem Unfall zu fahren und da das Leid zu sehen. Ja, wenn du dann ist nicht unbedingt. Mich interessiert auch die Feuerwehrarbeit oder überhaupt die Rettungswege und alles. Ist das schon mal vorgekommen, dass du als Erster dann am Unfallort bist, noch vor der Feuerwehr und der Polizei? Nee, so ist es nicht. So nicht. Wenn du dann angekommen bist, in welchem Abstand bleibst du zu dem Unfall? Also ich bleib schon weit weg, also... Du behinderst ich werde nicht gesehen oder so und ich behindere auch nicht, weil das gegen meinen Ehrenkodex geht. Also den ich damals schon durch die Feuerwehr überhaupt. Ja, da bin also, ich weil ich weiß, wie schlimm ist durch Gaffer. Also ich möchte mich jetzt nicht so schlimm als behinderter Gaffer bezeichnen, sondern ich finde es... Also bitte behinderst nicht, da bin ich schon mal beruhigt. Dennoch stellt sich natürlich die Frage, da müsstest du bei dir ja auch ins Grübeln kommen. Warum mache ich Thorsten das? Warum habe ich so eine Lust am Leid? Ja. Ist es ausschließlich die Lust am Leid? Oder du hast gerade auch gesagt, dass dich interessiert als einfach, wie die Feuerwehr arbeitet? Ja, es ist auch Interesse irgendwo. Aber dieses Interesse, das sind doch eigentlich immer so dieselben Abläufe. Das müsstest du doch eigentlich schon kennen, wie die Feuerwehr vor Ort arbeitet. Es steht doch das Leid im Vordergrund, oder nicht? Ja, wo beispielsweise einmal war ein schwerer Unfall. Da ist ein LKW gegen die Brücke gefahren und auf einmal kam ein Affe aus dem Wald gerannt. Es kam ein Affe? Ja, das ist ja lustig. Dann haben wir jetzt die Katja, die nehmen wir noch ganz schnell rein. Katja ist 18 Jahre alt, guten Morgen. Ja. Es ist ja traurig, dass es eben diese Gaffer auch gibt, ne? Das ist ja das Schlimme. Ja, das finde ich schon ein bisschen herber. Mann. Naja, mich ärgert es nicht sehr. Aber, ja, erstmal würde ich sagen, ich finde das ganz toll, deine Sendung. Ich gucke die schon bestimmt seit 2 Jahren. Ja, danke schön, Katja. Klasse, wie du mit den Menschen umgehen kannst. Finde ich super klasse. Und mein Thema ist, ich bin sehr liebesbedürftig, extrem krankhaft. Das ist das Dumme, dass wir ganz wenig Zeit haben. Wir müssen das ganz schnell jetzt bereden, Katja. Ja, ich merke das schon. Ich bin die ganze Zeit schon auf der Uhr. Was heißt das genau, dass du extrem liebesbedürftig bist? Also ich bin seit letztem Jahr verheiratet und habe eine sehr, sehr schlechte Kindheit gehabt. Und ja, das hat sich dann halt so entwickelt, dass ich meinem Mann hinterherfahre und dass ich sehr eifersüchtig bin einfach, dass ich ihn besitzen oder Freunde auch besitzen will. Das heißt, dass diese extreme Liebesbedürftigkeit eventuell die Liebe, die du gefunden hast, kaputt machen könnte. Genau. Ne, wenn man das so übertreibt. Ja, also das ist auch bei Freunden so, ich kann das nicht haben, wenn die mich nicht beachten oder weil ich das halt jahrelang durchgemacht habe. Ja, das ist wirklich ganz traurig, dass die Sendung vorbei ist. Ist das für dich schon so ein Ding, dass es eine Problematik für dich darstellt? Dann würde ich dich gerne noch an meine Psychologin weiter verbinden wollen. Ja. Ja? Dann machen wir das so. Du legst auf und die Petra, meine Psychologin, ruft dich gleich nochmal an. Alles klar, danke. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Ja, tschüss, Katja. Tschüss. In der Technik heute Nacht Michael Jansen und morgen haben wir prominenten Besuch hier. Eine Stunde lang ist Christian Wunderlich mein Gast. Christian wird sich euren Fragen, euren Anmerkungen, eurer Kritik oder auch eurem Lob stellen. Und Hinweis an die Mädels, versucht gar nicht, ihn hier irgendwie aufzulauern. Wir schleusen den irgendwie hier auf geheimen Pfaden rein. Keine Chance für euch.
Eine Stunde Christian Wunderlich morgen. 1 Uhr Radio 1 live, WDR Fernsehen. Ich wünsche eine gute Nacht und freue mich auf morgen. Bin gespannt auf morgen. Bis dahin. Ciao.